Ja, und dann kommen wir mal zum Mittwochabend. Also Mittwochabend, da haben wir ganz... nein, Mittwochabend, da läuft eigentlich, da haben's frei, da läuft nichts. Nein. Am Mittwoch am Abend tue ich dann noch die Prognosen durchgeben von der nächsten Woche. Ah, das ist auch noch so was Spezielles der Einheimischen. Die haben das noch im Blut, in der Nase. Können Sie auch so Prognosen durchgeben? Ja, freilich. Wie machen Sie das? Aha, also. Ja, ich tue einfach das sagen, was die im Fernsehen sonst auch sagen. Genau. Sagen, ja, apropos sagen, genau da. Das ist auch noch so was. Das mache ich dann persönlich selbst, weil sagen, das ist meine Leidenschaft und da bin ich durch und durch. Ja. Also ich bin ja aus dem Südtirol, ne? Und bei uns im Südtirol heißt ja, das sind nicht die Sagen, ich bin ja aus Bozen, das sind die Bozen-Geschichten. Nee. Dem sagen sie ja hier Sagen-Geschichten. Das ist eine große Leidenschaft von mir. Also ich übe immer am Abend für diese Vorträge. Ja. Und da lerne ich gerade, weil ich es teach, weil ich habe da so ein Büchlein und da stehen dann die verschiedenen Geschichten und Sagen so drin. Das ist jetzt da vom Hannes Taugwaldner. Also der taugt was, der Waldner. Ja. Aber das jetzt nicht mehr unter uns, gell? Das ist jetzt, wie soll ich sagen... Donauber ist der. Genau, das ist jetzt, wie die Wolle Donauber gegangen. Ja, ist da noch übergegangen, ja, weil der war ja auch nicht mehr ganz zweg und so. Und ich lese eben die Geschichte, ich lese gerade mal eine vor, ja, so, zum Einstieg, ja. Ah, jetzt so gerade hier? Ja, rein werbemäßig, ja. Aha, lese ich mal eine. Jetzt kommst du wieder nervös, wenn ich das so vorlese, da... Also bitte geh ich voll rein, natürlich, da steige ich richtig ein in die Bootsgeschichte. Also, ja, vielleicht zuerst zur Verständigung für die Touristen, so ein paar Wörter, wo drin vorkommt, ist immer unten aufgeschrieben. Zum Beispiel, Ischi, das sind die Unsrigen. Oder Spöchi, das ist ein Bänklein, ja, zum drauf sitzen. Oder Laffu. Ja, laufen, das kann nicht, ja. Ja, trinken. Ja. Tee trinken oder so. Oder vielleicht auch noch, das habe ich gesagt, ein Böchi. Aber nicht zum Verwechseln mit dem Göchi. Ja. Ja. Es ist nicht das gleiche, das Göchi. Oder vielleicht noch Wolappa. Wolappa, das heißt wahrscheinlich. Und am Schluss noch Immanut. Immanut. Emanut. Emanut. Genau, in einem yeah. Monat. Ja. Yeah. In einem Monat. So, ich beginne jetzt mal. Jetzt bin ich ganz nervös. Also, ich plane für Ischi ein Snigelnaus Ischi. Aus Holz. Und ein Gmürut, das sehr lang dürut. Auf der Läuber. Das Bäuchje, da sitzen wir das Jäuchje und haben ich in Ruhe nach allem Getür. Im Pfeifutterreuko, Schizidla, nicht Hudlo. Im Bitz etwas Tschudlo, vom Fee und euch vom Schaffu. Ja, und dazu aber einmal etwas Laffu. Gitas es hips hische. Sancho getragut, Zlerchoholz gesagut. Stein apparat, mit nix bin ich spät. Da seht plötzlich Elna. Was? Das ist neu. Da seht plötzlich einer, das steht doch geschrieben. Ja, wo sagt er denn was? Da seht plötzlich einer. Du bist der Versassus.
Dunar. Hast du vergessen, dass deine letzte Stunde in der Nacht für dich kommt? Ich brauche wohl ein paar Käse Hiesi für Ischi. Nicht heute und nicht in Mamanut. Ein anderer hat geplant. Dann übergehen. Ja.